Attends, attends. Tu crois que je suis assez bien habillée? Wunderbar. Hast du das Geschenk? Mais comment c'est possible que ça soit aussi gros? Na, Interreg feiert 30 Jahre. Was? Vous ne savez pas ce que c'est qu'Interreg? Pour comprendre ce qu'est Interreg, il faut remonter dans le temps. Mit der Erweiterung der damaligen europäischen Gemeinschaft in den 1980er Jahren wuchsen auch die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen Europas. Den Verantwortlichen auf europäischer Ebene wurde schnell klar, dass das Zusammenwachsen einer immer größeren Gemeinschaft nur gelingen kann, wenn es auch entlang der Grenzen gelingt. Les régions frontalières et leurs populations ont en effet le plus besoin de concrétiser l'intégration et la coopération européenne. Elles sont ainsi devenues le laboratoire de l'avenir de l'Europe. C'est pourquoi, dès 1989, l'Union européenne décide d'expérimenter des dispositifs de financement de projets transfrontaliers, comme ça a été le cas dans l'espace Pamina, au nord du Rhin supérieur. Das war die Geburtsstunde von Interreg im Jahr 1990. Der Oberrhein ist schon seit 30 Jahren Teil der Interreg-Familie. 30 Jahre! Le Rhin supérieur, ce sont 350 km de frontière le long du fleuve, séparant trois pays, la France, l'Allemagne et la Suisse, et quatre territoires, l'Alsace, le pays de Bade, le Sud-Palatinat et la Suisse du Nord-Ouest. Soit 6 millions d'habitants qui ne parlent pas la même langue. Und mit unterschiedlicher Staatsangehörigkeit. Die aber ansonsten sehr viel gemeinsam haben. Ich wollte den Satz gerade anfangen. In 30 Jahren am Oberrhein hat Interreg mehr als 850 grenzüberschreitende Projekte unterstützt und mehr als 257 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung investiert. Die Verwaltung dieser Mittel delegiert die Europäische Union an die Akteure vor Ort. Am Oberrhein ist es die Region Grand Est, die als Verwaltungsbehörde gemeinsam mit ihren deutschen, französischen und Schweizer Partnern diese Aufgabe übernimmt. Ce sont ces partenaires qui ensemble sélectionnent les projets financés et en assurent le suivi afin d'être certains qu'ils s'adressent véritablement aux habitantes et aux habitants des espaces transfrontaliers. In den 30 Jahren seines Bestehens hat Interreg konkrete Vorhaben unterstützt, unter anderem zur Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität, der Ausbildung, des Zugangs zum Arbeitsmarkt et aussi la préservation d'un patrimoine naturel commun, la recherche, l'innovation ou encore la culture. En résumé, Interreg, c'est répondre ensemble à des défis communs dans un esprit de solidarité. Et de partage. Merci. Dank Interreg verschwinden die Grenzen mehr und mehr. Und an Projektideen, um den Oberrhein zu einer noch stärkeren, attraktiveren und integrierteren Region in Europa zu machen, mangelt es nicht. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et c'est pas fini. Martin, François, Müller, Interreg. Zum Geburtstag viel Glück, Interreg. Joyeux anniversaire, Interreg.